Bevor das Video beginnt, möchte ich mal wieder zwei, drei kleine Worte verlieren. Und zwar wollte ich sagen, sorry, dass schon wieder WWE kommt. Ich weiß, dass es nicht ganz so viele von euch schauen und die meisten halt PES oder FIFA feiern. Aber es ist halt einfach am kürzesten zu schneiden. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ich war halt längere Zeit jetzt krank. Diese Woche möchte ich mich auf Schule konzentrieren und hoffe, dass einfach 3 bis 4 Videos die Woche jetzt kommen. Und ab nächster Woche werde ich dann wieder neu aufnehmen und da wird dann auch wieder ein bisschen was anderes, cooleres kommen. Wobei ich die WWE-Karriere natürlich auch absolut cool finde. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Manche gucken halt lieber FIFA und so und finden das halt langweilig, die WWE-Karriere. Jedenfalls ist die halt wirklich relativ einfach bzw. schnell zu schneiden, weil es halt ein Uncut-Projekt ist von immer ungefähr 25 Minuten. Und weil ich mich, wie gesagt, auf Schule konzentrieren möchte und wenig Zeit habe zum Schneiden, ist das halt die perfekte Lösung. Also, WWE, viel Spaß mit dem coolen Video und es ist auch wirklich witzig geworden. Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der WWE 2K19 Karriere. Und ich nehme das immer noch am Stück auf, immer noch, weil, das habe ich schon ungefähr 50.000 Mal gesagt, rechts oben am i einfach mal die letzte Folge verlinkt, da habe ich das auch 50.000 Mal gesagt. Diese Folge werde ich vielleicht nicht so oft sagen, vielleicht nervt das den einen oder anderen, aber es ist halt für mich so komisch, so viele Folgen hintereinander aufzunehmen, obwohl ich weiß, dass es dann ungefähr 6 Folgen sind, also ich bin jetzt bei der 5. schon und eigentlich ist es noch gar nicht so spät. Da geht noch ein bisschen was heute, dass ich dann sage, okay, ich muss das den Leuten immer wieder sagen, sonst kommen die bestimmt durcheinander und so, aber wahrscheinlich kommt ihr gar nicht durcheinander und ich nerv euch die ganze Zeit damit, deswegen lasse ich es jetzt einfach. Die Playlist auch mal rechts unten beim i verlinkt. Auf jeden Fall letzte Folge anschauen, die letzten paar Folgen, es ist ganz, ganz viel Spannendes passiert. In der Karriere geht's rund. Das ist echt crazy. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit Triple H reden, es gibt keine andere Auswahloption. Ich habe in der letzten Folge, zumindest am Ende der letzten Folge, gesagt, dass ich eigentlich gerne gegen ihn kämpfen würde und ihn im Ring ziemlich hart verprügel, weil er mich in der letzten Folge richtig angepisst hat, der Typ. Deswegen bin ich gespannt, wie das Gespräch wird oder über was wir überhaupt sprechen. I was talking to Kevin Owens and Sami Zayn and I decided that they're both going to get another shot at your US. Warum? Gut, ich habe kein Problem damit, die Jungs noch einmal zu besiegen. Gegen wen von den beiden soll ich heute kämpfen? I said they're both going to get a shot at your US title in a 2-on-1 handicap match. If you thought the odds were against you in a fatal 4-way, just wait until tonight. Alter, dieser Typ, ne? Ohne Spaß, dieser Typ fuckt mich so ab. Ich habe dich mit Triple H reden hören. Worum ging's da? Willst du etwa auch mal einen US Title? If I wanted your US title, I wouldn't need to ask anyone for permission. I'd just take it. Du darfst es jederzeit gerne versuchen. Stay out of my way unless you want an RKO. Aha. Natürlich. Nebenmatch habe ich keinen Bock drauf, habe ich schon mal gesagt. Okay, dann spreche ich mit den beiden Spacken. After we beat you tonight, we're going to be co-US champions. Das ist auch voll dumm. Wenn die jetzt echt gewinnen, dann müssen sie sich ja echt teilen. Falls ihr das schafft, wäre es doch unfair, oder? Ich meine, wenn Kevin mich pinnt, sollte er dann nicht Champion sein? Und umgekehrt? He makes a good point. It is only fair. He is just trying to drive us apart before the match. And besides, we had a deal all worked out in writing. I faxed it to you, remember? I don't have a fax machine. It's 2018. Warum reden die beiden? I'm pretty sure you do. It made the fax noise. Sammy, Sammy, stop! Sammy, I get it. Stop! I get it! So do we have a deal then? Co-champions? Yes, as long as you never make that noise again. Der Dialog ist ja ganz cool gemacht, aber das hat null gepasst. Kevin Owens macht die ganze Zeit so und der andere im Hintergrund so. Alter, what the fuck. Das war gerade richtig cringe. Cringe! Aber, Alter, was war das? What the fuck? Ich habe gar nichts gerafft. Ich wusste nicht, wer redet. What the fuck? Das war richtig dumm. Die machen beide Gesten. Und keine Ahnung. Never give up, Leute. Never give up. Das schaffen wir.
2 gegen 1 Handicap. Ich hasse Triple H dafür. Ich hasse Triple H sowieso irgendwie momentan. Für alles, was in dieser Karriere passiert. Das ist natürlich echt mies. Die Karriere lief bisher nur gegen Triple H so gefühlt. Also gegen mich, aber so gedanklich gegen Triple H. Jeder, der diese Karriere spielt, wird Triple H hassen. Keine Ahnung. Das ist richtig dumm. Ich glaube, es ist kein Tornado, ne? Es ist ein ganz normales Tag-Match. Heißt, die müssen abklatschen. Das heißt, ich kämpfe im Prinzip 1 gegen 1 gegen die. Bloß, dass sie halt taggen können. Ich kann nicht taggen. Ich schätze mal, dass wir jetzt verlieren müssen. Ich weiß nicht, ob wir wieder durchsetzen können. Irgendwann muss es, glaube ich, ein Ende haben. Bring Kevin Owens in den roten Bereich. Okay, wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das wird interessant. Weil, bis ich den in den roten Bereich bringe, wird er wahrscheinlich nochmal taggen. Dann ist Sami Zayn auch schon angeschlagen. Also ich schätze mal, ich bringe den in den roten Bereich. Danach kommt Sami Zayn rein. Also gibt es so eine Sequenz, wo Sami Zayn reinkommt. Und der boxt mich richtig tot, pinnt mich. Also irgendwas Crazyes passiert auf jeden Fall und die gewinnen. Weil Triple H setzt ja alles, um mir den Titel wegzuziehen. Und ja, ich habe mich jetzt schon so oft durchsetzen können und alle staunen schon darüber, dass ich mich zum Beispiel in dem 4-Fatal-Match gegen alle anderen durchgesetzt habe, was in der letzten Folge gerade für mich gerade eben war. Aber ich habe, glaube ich, nicht gekontert. Aber auf jeden Fall muss es irgendwann ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass sie alle getaggen sind, Spaß. Es kann nicht sein, dass das die ganze Zeit so weitergeht und wir uns immer wieder verteidigen, bis dann Undertaker kommt oder Brock Lesnar oder so. Das glaube ich nicht, also irgendwann hat es ein Ende und das könnte jetzt und heuer und heute sein. Gegen diese zwei Spasten. Gegen meine Lieblinge. Komm mal in die andere Ecke. Kein Bock. Wir stehen direkt bei Kevin Owens. Das ist richtig dumm. Hui. In die Ecke. Bam. Okay, wir laden die Ausdauer ein bisschen auf. Dass wir diese blaue Ausdauer haben, das ist eigentlich ganz praktisch. Nee, nicht in die Ecke. Ganz vergessen, Junge. Oh fuck, hätte ich das machen sollen? Ich glaube eher nicht. Aber er kann gerne taggen gehen. Weil ich soll ja Kevin Owens irgendwie... Warum soll ich Kevin Owens eigentlich in Wurden gleich bringen und nicht irgendeinen von denen? Das hat auch irgendeinen Hintergrund, also irgendwas wird hier passieren. Irgendwas Doofes und habe ich keinen Bock drauf, weil ich will den Titel behalten. Das war so cool bisher. Titel gewonnen, so kurz nachdem wir überhaupt hier zu SmackDown gekommen sind. Fuck. Und geht er taggen? Ja, er geht taggen. Ah, damit hast du nicht gerechnet, Kumpel. Spybuster! Blöd, ne? Ich hab's für meine Ausdauer jetzt nicht mehr, aber ist blöd! Spybuster, mein Finisher, keine Ahnung wie der heißt. Okay. Und dann hauen wir mal einen raus, wa? Boom! Das ist so krank einfach. Du darfst auf jeden Fall nicht taggen gehen, weil du bist gleich im roten Bereich. Und das hätte ich gerne noch jetzt gemacht. Bevor ich nochmal gegen Sami Zayn kämpfen muss. Und bam.
So, das sollte für den roten Bereich reichen. Suplex. Ist das ein Suplex? Ah, so halb. Ne? So ein Schiefer. Okay, roter Bereich. Ich pinne den auf einmal, okay. Sami Zayn kommt rein, habe ich schon gedacht. Irgendwas passiert jetzt. Ja, Randy Orton. Das ist einfach kacke, echt. Warum? Woher Randy Orton, Mann? Das ist so dumm, Triple H, ohne Spaß. Dieser Typ, der nervt mich jetzt so hart, die letzten paar Folgen. Das ist nicht mehr normal. Und er steht auch noch neben dem Ring mit Randy Orton. Als ob der Schiri das nicht dann irgendwie, das ist so dumm. Ich weiß natürlich, dass es gescriptet ist, aber naja. Nach Japan, what the fuck. In 2 Tagen brechen wir zur großen Japan-Tour auf. Ich habe eine besondere Überraschung für dich, wenn wir dort ankommen. Darf ich gegen Cole Quinn kämpfen? Oder mit ihm? Tag Team Cole Quinn? Oder wird er auch zur SmackDown mitgeholt? Das wäre stylisch. What the fuck für ein Bild. Okay. Wie gesagt, das war natürlich unglaublich uncool mal wieder. Aber es ist Triple H. Ich bin es jetzt langsam gewohnt von ihm, dass er uncoole Aktionen macht, andauernd. Auch wenn mich das richtig anpisst. Im Flieger einfach. Hi. Okay. Die Szene hat es richtig gebracht. Ah, jetzt sieht man, warum es es gebracht hat. Daniel Bryan, Shane Sharp, und AJ Styles. Da hinten sitzt Matt Bloom. Ich weiß schon wieder nicht, wie der andere heißt. Bobby Roode, genau. Okay, Daniel Bryan, was gibt es? Was gibt es? Warum stehst du auf? I'm really looking forward to this trip. Warum das denn? Because Triple H is not on. Yeah. And I'm excited to see your match against Nakamura, of course. Depending on how that goes, you might have a match at the Dome for our big WWE Network special. Ja, wegen Triple H freue ich mich auch. Das wäre genial. Hoffentlich klappt das. Well, let's not get ahead of ourselves. Before all that, I've arranged for you to take on an up-and-coming star from a Japanese promotion. You know, to help shake off any jet lag. Wer ist es? I think it'll be more fun if it's a surprise. Okay. Dann lassen wir uns überraschen. Jetzt kommt dieser Spacken. Jetzt aufstehen die. Brother, you're getting your ass. Alter. You are going to need it when you face me in Japan. Was ist das denn für ein? Ich habe gehört, dass du persönlich darum gebeten hast, vor deinen eigenen Fans gegen mich zu kämpfen. Das ist echt eine Ehre. Yes, it will be an honor. Das end with you staring at the light. Alter, wie spricht der denn? Und dann mit seinen Händen, Alter. Also die heutige Folge ist ja ganz crazy. Was ist das? AJ Styles, mit dir habe ich Bock zu reden. Glaube ich zumindest. If SmackDown Live is the house that AJ Styles built, then the foundation was constructed in Japan. I learned that the audience there respects traditions like the fighting spirit and hard-hitting matches. And since it's your first trip, you better bring it. Keine Angst, das mache ich immer.
There's one other Japanese tradition that you need to know. On your first trip, you're gonna buy all the veterans dinner. Hope you brought your credit card. Ja, nee. Scheiße, Hilfe. Kannst du mir deine leihen, AJ? Ich buche mir noch ein bisschen was anders ab. Kein Problem. Ach, Leute. Was ist da los? Gegen den Spacken kämpfe ich. Das ist auch der vom Bild hier, ne? Ja. Das ist der. Heieiei. Okay, gegen wen kämpfen wir? Your opponent tonight has been creating quite the buzz of his own recently as one of this country's hottest new stars. Ist es Cole Quinn? Nee, glaube ich nicht, oder? Das wäre irgendwie cool. In Japan. Doch. Ich hatte es irgendwie im Gefühl, aber ich wusste es nicht. Ich habe jetzt eher auf Nein getippt. Ja, das ist cool. Das ist cool, das finde ich nice. Das finde ich echt super. Im Spiel hier freue ich mich auch. Ja, wie gesagt, ich hatte es so ein bisschen im Urin, aber war mir nicht sicher. Weil ich auch nicht mehr wusste, ob er Japan oder was auch immer, wo der genau kämpft. Aber auf jeden Fall finde ich das cool, weil wir sind ja wirklich Kumpels geworden. Ich hoffe, das wird nicht zerstört, bitte nicht. Ich hoffe, wir bleiben einfach Kumpels und das ist nur ein cooles Match. Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwas in die Story einbauen, dass jetzt alles zerstört wird oder so. Auf jeden Fall soll ich gewinnen. Und ich muss jetzt Cole Quinn boxen. Aber das ist ja unser Job und ja, das feiern wir beide, uns gegenseitig zu boxen. Nein, aber das freut mich, das finde ich richtig cool. Also, weil er hat ja gesagt, er geht nach Japan und die Wege haben sich getrennt und jetzt ist er hier auch bei SmackDown gegen Cole Quinn. Das ist voll cool, aber ich finde es andererseits dann auch schade, dass Daniel Bryan nicht irgendwie sagt, okay, wir geben dem auch einen Vertrag, wir bieten ihm den Vertrag an. Weil er sagt ja, ein Youngster hier und der Talentierte oder so von Japan, hat er ja gerade vorhin irgendwie gesagt. Und ja, dann kann ich nur gegen ihn kämpfen und nicht mitnehmen. Das wäre mega cool, wenn er ihn nach dem heutigen Abend auch zu SmackDown live mitnimmt. Das wäre smart. Das tut mir ein bisschen leid schon, bei jedem Schlag irgendwie so. Boah, ich feiere das voll. Das finde ich voll cool, dass sie das in die Story eingebaut haben. Und Daniel Bryan ist wirklich der einzige Liebe hier in diesem Ding. Und Cole Quinn natürlich jetzt. Aber Daniel Bryan, ich feiere den auch jetzt schon irgendwie. Ich hoffe, dass das nicht wieder irgendwie auf die schiefe Bahn dann geriet mit ihm oder so. Gerät. Können wir auch ganz hoch jetzt? Ja, wir können auch ganz hoch jetzt. Das haben wir noch nie gemacht. Aber gegen Cole Quinn. Yes! Und er haut die Knie rein. Nice. Ja, aber auf jeden Fall. Der war immer. Alter, bis One los. Nice. Der war immer auf meiner Seite, Daniel Bryan. Hat mir den Vertrag angeboten, hat Triple H damals schon die Meinung gegeigt, hat auch jetzt ihm die Meinung geigen wollen, hätte auch bei meinem coolen Match zugestimmt, dass ich echt cool finde, cool fände, dass Kevin Owens und Bobby Roode gegeneinander antreten, mit mir als Ringrichter, wer dann eben das Match bekommen hätte. Das wäre so cool gewesen einfach, aber nein. Triple H kam mal wieder dazwischen. Jetzt hier hat er gesagt, hey, ich freue mich immer auf diese Reise, weil Triple H nicht mitfährt. Und das war auch wieder so ein sympathischer, cooler Move von ihm. Und ja, dass er dann auch noch sagt, hey, gegen Cole Quinn kämpfen und solche Sachen einfach. Das macht ihn unglaublich sympathisch.
deswegen feiere ich ihn in diesem Projekt mit Cole Quinn hier am meisten, dem wir ja wirklich gute Freunde geworden sind. So, wir könnten ihn auch mal probieren zu pinnen. Wir probieren es gleich mal mit so einem, ja, nach unten drücken Pin. So ein Ding hier, wisst schon, was ich meine. Ja, gut, dass er es macht. Machen wir es halt so. Die klassische Art. Und bis zwei. Cole Quinn lässt nicht locker, aber wir haben natürlich krasse Moves hier am Start. Und werden ihn jetzt so pinnen. Da kommt er ein bisschen schwieriger raus, glaube ich. Aber er kommt raus. Krass. Wow. Ja, er hat tatsächlich gegen uns keine Chance. Das war mit Kevin Owens und so deutlich anders. Bam. Ach, die Zeiten. Wo sind sie hin? Das meine ich hier mit so einem Pin. Da kommt er schwieriger raus. Aber er kommt wieder raus. Und hat jetzt den Signature. Oh, und jetzt kontert er auch. Jetzt kontert er. Aber ich auch. Kann ich drüber hüpfen? Ne, kann ich nicht. Ist man da zu schlecht für. Oder halt einfach nicht der Typ für. Oh, Cole Quinn. Jetzt legt er los. Jetzt legt er los. Die Schubkarre, Junge. Oh, Leute, die Schubkarre. Kennt ihr die noch? Das ist geil. Habe ich sein Signature gekontert? Nee. Ich habe ihn gekriegt. Ich dachte, ich hätte ihn. Jetzt will er mir wahrscheinlich seinen Finisher drücken. Vielleicht können wir den kontern. Nee, wir können vorher sogar schon kontern. Und dann gibt's den Spikebuster. Boom! Yes! Man hätte meinen können, dass er es vielleicht schafft jetzt. Oh, vielleicht schafft er es ja doch noch. Vielleicht gibt er jetzt auch wieder richtig Gas. Jo, sein Finisher, das ist sein Finisher. DDT! Das wird den Pin geben. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wir haben es geschafft. Ah, knapp. Da hat man immer ein bisschen Angst. Vor allem, wenn man nur zwei Versuche hat. Aber das macht das Ganze jetzt spannend. Cole Quinn hat mir jetzt ein Signature und ein Finisher gegeben. Und gibt Gas. Wir sind jetzt auch schon im roten Bereich. Haben natürlich aber unseren Finisher. Und haben nochmal kontern können. Komm. Wir müssen ihm nur den Finisher geben und dann pinnen. Ja, wir haben so eine Kraft, ne? Ach so, weil er schon fast K.O. ist. Das schon, was will der Schiri denn jetzt? Mischt der sich schon wieder ein? Aber weil er schon ziemlich am Arsch ist. Okay. Dann hoffentlich klappt es jetzt. Eins, zwei und drei. Yes. Nochmal ein spannendes Match. Es wurde nochmal ein bisschen spannender. Und ich hoffe, dass jetzt noch eine coole Szene kommt. Mit Cole Quinn. What started in high school gyms in the US has now added a new chapter in Japan. This is truly a special moment. And this is only a... Okay, scheint so, als wären wir noch Freunde. Wenn wir noch einklatschen können, uns gegenseitig als Gewinner sehen, da passt alles, würde ich mal behaupten. So, mal gucken, ob jetzt noch was kommt. Wenn nicht, wir sind schon ziemlich wieder am Ende. Der nächste Tag, okay, dann kommt erstmal nichts. Denn das kann ich jetzt auch einfach, ich muss ja nicht so.
kann auch einfach hier eine Pause machen. Das ist so eine super Sache. Und dann würde ich sagen, lasst mir total, wenn es euch gefallen hat, mit dieser richtig geilen Folge Grinch. und dann würde ich sagen, lasst mir total, wenn es euch gefallen hat, mit dieser richtig geilen Folge Déjà-vu. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.